Hey ho, hier ist der Zello, willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo im Franchise-Modus. Das letzte Mal haben wir ein bisschen hier angefangen zu arbeiten. Danach haben wir ein bisschen die Tiere durchgeguckt, ein bisschen aussortiert, was älteres war und was nicht. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal weiter. Hier wollte ich erstmal was basteln. Erstmal machen wir hier das Gelände. So, und malen hier mal kurzes Gras hin. Und dann gucken wir mal. Ich wollte auf jeden Fall irgendwie so einen Springbrunnen da hinsetzen. Mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, warum die hier mal so eine komische Achsen machen. Ungefähr mittig. Mal kurz das mal ein bisschen aus. Gut, da in der Mitte gerade ist, ja. Jetzt halbwegs mittig da rein. So. Jetzt möchte ich auf jeden Fall noch. Ich ein kleineres hätte ich gerne davon. Ja, das ist mir zu klein. Muss ich mich halt mit dem begnügen. Ja. So. Gucken wir mal. Was war da jetzt draufsetzen? Was ist das? Podestständer? So. Und Grundspitze? Nee. Weg. Sind wir zu groß? Das ist auch ganz schön groß. War das vielleicht auf? War das so hin, dass das alles? Kriegen wir nicht hin, dass das nicht sichtbar ist. Das kriegen wir so hin. Dann vielleicht nicht unten. Ja. So. Und so. Und und dann möchte ich auf jeden Fall Spezialeffekte. Sind das die? Ja, das sind die nicht. Oh, warte mal. Mal platzieren. Und Fontäne? Wasserfontäne, genau. Bist du hier in einem Raster? So, jetzt haben wir. Auf jeden Fall, wenn ich dich hier. So. Und dann. Auf jeden
Wasserfontäne klein. Auf. Und einmal ein bisschen drin. Setze. Radwinkel. So. Vielleicht noch ein Ticken, noch ein Stückchen weiter drehen. Nee. Braucht die Winkelausrichtung. Okapi ist erwachsen. Dann gucken wir uns das an. Goldenes Okapi. Das heben wir uns doch mal auf. Hör mal, so ein Krach hier. Nütze ist. Da ist mein Ding jetzt. Wasseraufbereitung hat versagt. Naja, dann. Die Vivarientiere machen auch schon wieder, was sie wollen. So, was hat er jetzt hier Nachwuchs? Oh, meine eine Abgottstange ist gestorben. Moment. So, einmal das hier. Und das da. Das da. Und jetzt nochmal gucken, wie waren Tiere? Nein, ich habe ja die weiße Futter verpeilt. Aber da. Wo war ich jetzt? Da vorne ist der Safari-Bereich. Ach, hier ist mein Springbaum. Ich glaube, das ist ein bisschen zu. Wir müssen das wieder oben drauf stellen. Dann hier. Dann brauchen wir die nochmal.
genau das da. So, einmal kopieren. Machen wir das halt so. So. Jetzt richten wir die Dinger aus. Ja. Du. Unten. Eins. Dreimal nach vorne. So, muss man den nochmal neu ausrichten. Einmal gerade und dann eins. Dreimal nach vorne. Schon wie verarschen. Müssen wir noch ein bisschen anpassen. Das ist eine Arbeit. Dann haben wir wieder was aufgenommen und das noch mal reparieren und das noch reparieren und dann zurück zum Springboden. Da habe ich gesehen, dass die Vivarientiere auch schon wieder Nachwuchs haben. Schon wieder voll. So, eine Todesotter müssen wir drinnen lassen. Puffotter haben wir. Ein Männchen zurzeit in Gold. Wüstenskorpion. Haben wir auch nichts. So, australische Schabe. Haben wir gar kein Weibchen momentan, ne?
So. Dann machen wir den als nächstes. So. Linke Ausrichtung. Eins. Zwei. Und nach unten. Und dann noch ein kleines bisschen. So, nichts. Okay. Zwei. Und nach unten. So. Dann wieder ein kleines bisschen. Unten. Nächste. Der nächste fällt jetzt erstmal aus. Muss erstmal der Königstiger hier. 0% Immunität. Warum? Verstehe ich nicht. Du hast zweimal 100, du darfst dann gerne mal einpacken. Und du hast auch 0% Immunität und du darfst dann auch freigelassen werden. Jo. So. Bei dem waren wir stehen geblieben. Ausrichtung. Eins, zwei. Achselwechsel. Und noch ein. Reparieren wir die Wasseraufbereitung. Der nächste, bitte. Haben wir hier abgeschlossen? Ah, Züchterzeuge, Hegetiere. Nö, dürfte keinen Umwelt sein. Hab's gemacht. Thank you.
Ja. Nee, das war ein Tick zu weit. So. Achse wechseln und nach oben. Das sieht sogar gut aus. Da. Den müssen wir, glaube ich, machen. Ich glaube, den müssen wir aber auch noch mal ganz nach rechts verschieben. Ja, so müsste das gehen. So, der hier. Die Ausrichtung. Abwärts. Mal gucken. Ja, so passt das. Dann hätten wir das schon mal fertig. Auf jeden Fall noch noch was hier oben angedockt kriegen. Hätte man wieder doof, dass die hier durchflutscht, ne? Dann mal die mittlere hier nehmen. Nur so minimal, das geht. Dann lassen wir die. Dann lassen wir die. Und ich würde sagen, nehmen wir dann jetzt die. Und das hier nehmen wir die großen. Ja, aber eigentlich gerne hier drüben.
dass die auch so halbwegs mittig da rauskommen. So dachte ich mir. Vielleicht doch lieber die mittlere. Das da. Oh ja, das sieht aus. Also sprich, hier. Großen. Ja. Das wird cool. Der Safari-Bereich wird bestimmt ein richtiger Hingucker. Noch ein paar Pflanzen hier noch ein bisschen mit hin. Da ein paar Pflanzen. Und das wird bestimmt richtig cool. Und dann dazu noch das angefangene Hippo-Haus. Ja, das wird ein richtig geiles Teil. Gut, dann würde ich sagen, bis hierhin. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal, hören uns das nächste Mal. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Abo, was auch immer. Ich freue mich über alles. Euer Zello. Tschüss.